Also hart umkämpft, ja. Ich konzentriere mich mal eben kurz. Einen Moment. Geht gleich weiter. Okay, hat sich erledigt mit der Konzentration. Moin, ihr anderen da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine weitere Runde Destiny 2. Ich fliege gerade zum Schmelztiegel, denn ich will hier noch ein paar Beutezüge machen. Und schon mal ein bisschen vorarbeiten für den Reset. Und ich habe halt auch ein Anliegen, aber das klären wir erst im Spiel. Deswegen, ich habe mir auch Pikas gekauft. Die will ich gleich auch mal testen bei der Gelegenheit. Dann habe ich ja leider nicht mehr geschafft, vor Beyond Light mir die per Quest zu holen. Der Feind hat Zone A eingenommen. So, wir machen erstmal hier ein bisschen. Boah, wenn man treffen könnte. Oh ja. Wenn ich besser treffen würde, würde es auch besser funktionieren. Ganz klar. Okay, das ist meiner. Ne, und zwar habe ich nämlich ein großes Problem, gerade in Destiny. Es ist nämlich gerade schwierig, Content zu finden für euch. Ich weiß nämlich langsam nicht mehr, was ich noch bringen könnte. Ich habe jetzt alles eigentlich ausgeschöpft, was es so gibt. Was ich euch zeigen kann. Und deswegen wollte ich euch mal fragen, wie seht ihr das? Was wollt ihr noch sehen? Also hart umkämpft, ja. Ich konzentriere mich mal eben kurz. Einen Moment. Geht gleich weiter. Okay, hat sich erledigt mit der Konzentration. Nein, also ich weiß, wie gesagt, gerade nicht mehr so, was ich euch wirklich zeigen kann. Ich will nicht irgendwie die ganze Zeit einfach nur irgendwie PvP machen oder Strikes oder so. Ich habe mir da so was gedacht, wie in Richtung irgendwie Challenges machen, dass man vielleicht ja PvP machen kann. Aber dann irgendwie mit irgendwie einer Herausforderung, dass ich nur mit Links spiele oder keine Ahnung. Gut, Augen verbinden wäre jetzt ein bisschen krass in PvP, aber ne, solche Sachen oder nur einen Strike machen, nur mit Nahkampf. Das war doof. Naja. Irgendwie so, sowas in die Richtung, dass man irgendwie mal aus dem, was man hier so hat, noch ein bisschen mehr rausholt, dass man mal so Challenges macht. Ich weiß auch nicht, wie ihr das seht, könnt ihr mir gerne schreiben. Ansonsten würde ich mir auch demnächst Cyberpunk zulegen. Das kommt ja jetzt in ein paar Tagen raus und da auch mal Destiny ein bisschen zu reduzieren und dafür ein bisschen Cyberpunk zu bringen. Vielleicht dann noch 2 oder 3 Tage Destiny und dazwischen Cyberpunk. Aber auch da wird dasselbe Problem bestehen, dass ich nicht wirklich weiß, was ich dann noch in Destiny zeigen kann. Ach, warum sehe ich die immer so spät? Oder vielleicht könnte man zum Beispiel auch mal ein Schmelztiegel-Match machen. Einfach nur mit... ohne HUD. Also einfach hier links unten, oben Lebensanzeige, Kamera wollte ich schon sagen. Map ausschalten etc. Das wird auch mal spannend. Aber auch in Strike gibt es ja Challenges, die machen kann. Wie gesagt, mit Nahkampf... Angriffen nur einen Strike machen, ohne Waffen sozusagen. Oder... weiß ich nicht, nur Granaten oder auch mit Links irgendwie spielen oder nur bestimmte Waffen. Aber aua. Irgendwie sowas. Also ich werde mir selber auch was überlegen, aber es ist ja echt super, wenn ihr mir ja mal eure Meinung zu schreiben könntet, wie ihr das seht. Das würde mir nämlich schon sehr weiterhelfen. Dann bin ich mir auch nicht mehr so unsicher, was ich euch zeigen kann. Win-win-Situation für uns beide, würde ich sagen. Hä? Warum ist der nicht gestorben gerade? So. Ich weiß gar nicht noch, was ich noch machen muss. Ich muss gleich mal gucken. Ich geh mal hier weg. Mit seiner Super da. Ich bin jetzt hier hinrennen, dann kommt noch gleich wieder einer. Ja, wie viel noch? 20 Leute hier auf einmal oder was? So, haben wir hier noch einen. Hier war gerade einer, oder? Der war schnell weg, das war ein Scharfschützengewehr.
So, wie viel habe ich noch? Zwei. Sphären der Macht erzeugen. Okay, dann müssen wir mal die Waffe. Ach, zu Ende. Oh. Ja, dann müssen wir noch eine Runde spielen. Ah ja. Ne, wäre echt super, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt. Oder eine ganz andere Idee könnt ihr natürlich auch einbringen. Also schreibt mal alle eure Ideen in eure Kommentare. Dann weiß ich Bescheid, warum habe ich jetzt eigentlich die Spielersuche beendet. Das war jetzt echt doof. So, zweites Match. Hoffentlich läuft es ein bisschen besser. Dann spiele ich jetzt mal mit Magenknurren ein bisschen weiter. Um ein bisschen Sphären der Macht zu machen, weil das ein Meisterwerkwaffe ist. Picasso habe ich, glaube ich, noch keinen Katalysator. Doch, habe ich Katalysator oder so nicht fertig. Noch nicht fertig. Nein, und zwischendurch wollte ich nochmal Danke sagen. Denn mittlerweile habe ich 200 Abonnenten. Oh, uns gegenseitig gekillt. Also vielen Dank an jeden Einzelnen von euch da draußen. Das ist krass, wie schnell das jetzt ging. Ich habe fast ein Jahr gebraucht für 100 und jetzt innerhalb von einem Monat, anderthalb Monaten auf einmal 200. Also das ist krass. Krass, was da abgeht. Also ich bin ein bisschen geschockt. Muss ich die nur... Nein, ich bin tot. Ach, das war doof. Muss ich die nur erzeugen oder auch einsammeln? Oder hat das jetzt... Habe ich jetzt einen erzeugt? Nee, habe ich nicht. Ich glaube, ich muss die auch einsammeln. Oh, das war jetzt glücklicher Zufall. Bring sie zum Heulen. Oh nein, jetzt habe ich meine Schwertmunition vor. Den noch erwischt? Ach, Mist. Schade. Oh, diese ganzen Leute, die immer Stasis spielen, die kann ich nicht leiden. Kein von denen. Oh, das war dreimal daneben gezählt. Oh, ne. Ne, ist echt krass. Also, das ging echt super schnell. Das motiviert mich echt. Was auch noch kommen wird, ist so ein Mini... Ja, triff halt nicht die ganze Zeit. Hallo? Was auch noch kommen wird, ist so ein kleines 200 Abo Special. Das ging jetzt bloß so schnell, dass ich das nicht so schnell hinbekommen habe. Wie auch bei dem ersten. Aber das kommt auf jeden Fall die Tage noch. Vielleicht morgen schon, wenn ich es schaffe. Bin ich mal gespannt. Ich würde hier gerne mal ein, zwei Gegner noch haben. Aber wenn ich mich konzentriere, rede ich nicht mehr. Und wenn ich... Ist er jetzt tot? Oder nicht? Nein. Hätte ich noch ein Schild gestellt. Tja. So ist es, Leute. So ist es. So, jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen hier. Wenigstens die letzten paar Meter hier noch. Ja, danke. Warum hat er nicht... getötet. Zone C erobert. Du hast den Zonenvorteil. Oh ja, genau. Mann. Letzte Runde. Also irgendwie gefällt mir die Runde gar nicht. Kann mich auch irgendwie nicht konzentrieren so richtig. Hat sich Dredgen genannt. Ja, ach, der hat ihn erwischt. Oh, hier ist einer. Wo ist er denn? Nein!
War er das? Ich habe nicht auf die Kill-Anzeige geguckt, ich weiß nicht, ob ich im Nabel stand. Alter, ich bin gerade so schlecht, sorry Leute. Das kann sich nicht antun. Bitte keine PvP-Aufgaben und Challenges. Oh, ich hänge fest. Hä, wo ist er hin? Wird A verteidigt? Sieht so aus, ne? 3 Minuten verbleiben. Zone C verloren. Der Feind hat den Zonenvorteil. Du hast den Zonenvorteil. Haben wir geholt. Easy. Muss ich sagen, habe ich gar nicht so schlecht gemacht. Also natürlich bin ich kein Profi, merkt man. Aber ich habe es besser gemacht. Okay. Habe ich überhaupt einen erwischt? Ich weiß es nicht, aber ich habe zwei Serien der Macht erzeugt, habe ich gelesen. Das ist schon mal gut, eigentlich müsste der Beutezug doch langsam abgeschlossen sein. Ich habe nicht mal was gehört, hat er überhaupt geschossen? Es war so leise. Bin irgendwie einfach durchs Langschlittern von ihm gestorben. Nice. Hab ich geholt. Naja, es wird knapp, würde ich sagen. Ich würde jetzt ungern sterben, muss ich sagen. Kommt der hier runter? Oh nein, nein, nein. Ach komm, natürlich. Runter. Verdammt. Naja, ich habe ein paar geholt. Aber es wird wohl nicht mehr reichen. Es wird. Oh. 140, 140. Könnte doch noch klappen. Ich will noch nicht sterben. Wo denn? Oh nein. Oh, wir haben noch gewonnen. Nice. Okay, gut. Wir haben noch gewonnen. Oh, Leute. Hätten wir. Haben wir alle Beutezüge, die ich wollte? Ne, den nicht. Eliminierung. Ja, gut. Den lösche ich, weil den mache ich nicht. Dann hätten wir schon mal 2, 4, 6. Müssen wir noch 2 Beutezüge machen für den. Für die wöchentliche Herausforderung. Und wir sind eh noch 3 Schmelz-Siege-Matches abschließen. Aber da muss ich mich nicht mehr auf die Beutezüge konzentrieren. Also, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt gerne in die Kommentare, ja. Das würde mir echt weiterhelfen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und ciao. Thank you.